Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe gerade auf die falsche Kamera gezeigt, weil ich habe ein anderes Setup. Ich bin hier noch in der Fischersein Academy. Ich mache gerade Führerschein-Arc, deswegen heute ein bisschen auf Zimmerlautstärke, aber ist nicht schlimm. Ich habe nämlich für One Piece Egghead Folge 3 wie immer OPT dabei. Und ich schreie extra laut für euch, Leute. Ich habe Bock. Ja, Freunde, was soll man sagen? Egghead Arc ist hier, sieht cool aus, ist nice. Wir haben Bock auf Netflix auch am Start. Wird eine geile Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da. Abo bei mir, Abo beim lieben T. Und wir gehen rein. Ich bin gespannt. Okay. Bro, Vegapunk ist eine juicy. Ach, komm. Frankie, Digga, Ehrenmann, Feministo, ihm ist egal, ob Mann oder Frau. Er sagt immer, nice, ich bin Fan. Ehrenmann. Oh. Das ist Prime Frankie. Ey, wirklich, was ist das für ein Gesicht? Bitte, ja, Frankie ist so ein Fanboy. Er hat sich so verdient, Mann. Nissan auch. Achso, wegen dem Roboter, wegen dem Gurren Lagan. General Frankie sieht aus dagegen, wie wirklich. Und Sanji, Digga, eine andere Mission. Oha. Ey, so ein Herzauge gab's noch nie, dass so rauskommt. Alter, was Digga, für ein krasser Aura. Eigentlich ist die so ein Haufen von Opfern, ne? Guck dir das an, Digga, das ist eine Kaiser-Crew, Jan. Eine Kaiser-Crew. Hätte sie jetzt noch Fleisch und ein Schwert dabei, dann hätten sie, wären alle, Digga. Oh, Robin will ein paar Genicke brechen. Guck, sie weiß wieder mehr. Bosheit. Ja, Bosheit. Das, ein bisschen kommt es jetzt auch durch so im Anime. Dass sie so ein bisschen von oben herab, so, weißt du, so ein bisschen so. Im Manga wirkt sie wirklich wie das liebste Mädchen aller Zeiten so. Ich schwöre, sie hat die gleiche Stimme wie Yamato. Ja, die. Also ist es nicht, aber hört sich super ähnlich an. Er hat aber recht, ja. Ein Stimmgehirn wieder, hör auf. Hör auf, über die Stimme zu vergleichen. Ja. Ich muss. Oh, jetzt kommt ein wichtiger Satz gleich. Ein wichtiger Satz, der aktuelle Manga immer noch wichtig ist, den Lilith sagt. Boah, der Taurus. Digga, Minus gerade, er ist oberkörperfrei da. Das ist ein Mann. Nass, oberkörperfrei. Digga, das ist so krass. Oh, Scouter? Digga, Scouter ist von Dragon Ball rausgekommen. Das ist halt wirklich ein Scouter. ich finde diese blaue Aura so geil irgendwie. Ja, die sieht cool aus. Oh, Shaka. Shaka, Mann. Oh mein Gott, das ist ja geil! Ey, die Stimme! Bro, ich hab richtig. Er ist so Alpha, ne? Er ist so. Guck mal, Chopper! Ja, er ist Bootleg Chopper. Ey, der Mantel ist so fresh. Ja, ey, allgemein, Sharker. Ich wollte immer wissen, wer da unter der Maske ist. Digga, was diese Piratenjäger-Scheiße, ich kann das nicht mehr. Piratenjäger, hallo, er ist schon jetzt gefühlt. Er hat sein Kopfgeld komplett als Pirat gemacht. Eigentlich, ich muss echt sagen, wirklich traurig, ne? Sanji ist ja eigentlich echt wirklich auch ein berüchtigter Pirat, aber die reden einfach nicht über ihn. Erstmal Zoro, dann Robin. Sanji ist scheißegal, obwohl er eigentlich ist er ja überkrass so. Ja, ist so kopfgeldtechnisch ja sogar noch Jinbei die Nummer 3, so. Das ist ja richtig böse. Ey, wirklich, ich hab ein bisschen gehofft, dass er Vegapunk ist so. Ja, das wäre cool gewesen, ne? Der war Gerechtigkeit. Segi. Oder dass er ein Klon ist von, weiß ich nicht was, so von Kusan oder von Kisago oder so. Guck mal, das ist ja nicht dieser verrückte Opening-Stil jetzt hier. Guck dir, die Charaktere sehen ja trotzdem noch clean aus. Der Arzt sei schon ein bisschen anders, aber. Ja, ein bisschen anders, aber immer noch geil. Alter, war Bonnie nicht immer dein favorite female character? Das weiß ich nicht. Hey, früher war das dein Take zu 100%, das kannst du mir nicht. Ich fand Bonnie immer, also ich mag sie immer noch. Ich fand sie damals super interessant vom Dings, ne? Was passieren könnte. Ja, ja. Ich muss und ich mag, also ich finde die Design auch top. Ja, safe. Boogie! Digga. Oh, ey, da gibt's auch was Cooles mit Boogie. Boogie und Woogie. Ich muss aber trotzdem mal sagen, ich habe letzte Woche auch gesagt, ich finde es so weird, diesen Charakter in der Story zu haben und sprechen zu haben, weil man gefühlt nur diese paar Bilder hat und diese zwei Sätze und dass sie jetzt spricht, Digga, ist so weird. Ja, ja. Ey,
Wieder Ruffy und Chopper, weißt du, die zwei wieder. Immer die zwei so. War das nicht bei Whole Cake Island auch, wo die so durchgedreht sind in Chocolate Town? Ja, das war geil, das war richtig geil. Das hier auch, ey, wahrscheinlich so komplette Eskalation. Oh, das ist der. Das ist der Love. Sind sie schon auf Love Tail oder was? Hast du wegen dem weißen Hintergrund? Ja, ich dachte gerade. Digga, ich sag ehrlich, mich erinnert diese Area. Dieser grüne Boden und so, das ist so weird, aber es gab in Dragon Ball GT eine Folge, da musste Son Goku ein Spiel spielen, um sich aus der Hölle freizukaufen, Digga, und das erinnert mich daran. Digga, bisschen. Was? Aber sieht ganz anders aus eigentlich. Digga, einfach Fitness-Spinner war da gerade. Das sieht eher aus wie Weststadt von Dragon Ball. Aber cool gemacht von Toei, richtig geil. Ja, ja. Richtig so Gefühl für Größe. Digga, Ampeln! Digga, hab ich PTSD, wieso verfolgt mich das? Ey, das ist wirklich krass. Wie sie es schaffen, einfach einen komplett anderen Stil so mäßig zu machen, aber... Ja. Oh ja, der... CG-Bässchen. Kaido ist wieder da! Oh, was? Oh, Boro Breath, da ist er, wirklich. Digga, und Ed Bodo Bumpe. Was? Oh, die momentan... Wow! Ey, das... Das sah geil aus. Und die dürfen auch CGI sein, so, weil die sind einfach Hologramme, ja, die so. Ja, die auch. Oh, geil. Oh. Bro, what the hell? Movie-Kamerafahrten. Ey, das ist eigentlich voll geil gemacht. Egghead, ja, ist so ein Manga. Egghead war ein bisschen schwer, sich so alles so ein bisschen vorzustellen. So. Aber jetzt ja auch, das ist ja eigentlich eine Geisterstadt. Das ist ja tot eigentlich. Also. Hm? Eiscreme. Digga, Chopper hat echt so einen Low Standard, was Essen angeht, ne? Ach so! Ja, stell dir vor, für einen One Piece Menschen, so, du weißt doch nicht, was ein Hologramm ist. Ja, ja, safe. Stimmt. Ich meine, wir wissen das, also wir kennen das auch nicht so, aber wir kennen das Konzept davon wenigstens. Ich hab es mies knass gerade. Ich auch, ey, wirklich. Oh, da musst du täuschen. Ja, sein. Ich hab schon gerade wirklich, mein Gehirn hat doch schon gerade verarbeitet, Digga. Jinbei, einfach dieser Erzieher. Jinbei ist wirklich so ein bisschen der Vater jetzt der Crew. Huh? Was? Einfach Gear 5. What the hell? Kajoken Gear 5. Das erinnert mich an diesen Coverpage, Ruffy, weißt du? Ja, ja. Diesen Street Fighter Ruffy. Digga, er schüttelt einfach raus, als wäre nichts los. Guck mal, er hat auch die Augenbrauen. Hä? Letzte Folge hat er schon so diese crazy Bewegung gemacht. Er ist wirklich freier, seitdem er Gear 5 ist. So, er macht so verrückte Sachen. Das war ja sein Awakening. Ich glaube schon, dass Meerfrüchte auch dieses an der Schwelle des Todes Senkai-Buchs Awakening haben. Kann ich mir auch vorstellen. Deswegen eigentlich Blackbeard müsste nochmal in so eine Situation kommen, ne? Ja. Oh nee, jetzt habe ich wieder diesen Bootleg-Plot im Kopf. Er kämpft gegen Shanks, Shanks bumst ihn und dann macht er dieses Awakening. Ah, oh, nee. Ja, der Mondgott. Wow. Der Atlas am Marschieren. Alter, wie mächtig. Ich glaube, die ist ja riesig oder so, ne? Alter. Digga, sieht aus wie ein Digimon. Größer als Kaido, oh nein! Ist auch stärker als Kaido. Ruffy denkt auch nur, weil sie groß ist und pinke Haare hat, kann er sich drum kümmern, neben Yoshida-Hoshi. Oh. Hm? Die ist echt, ach ja. Ach so. Ich dachte, die wäre auch Hologramm. Boah, bitte gib mir diese Maschine. Oh. Vega Cola. Oh, der Käse schmilzt. Der Käse schmilzt noch. Oh mein Gott. Ey, das ist doch mein Traum jetzt. Scheiße, Mann. Dieser Burger. Eine unendliche Maschine. Ja, ja, komm. Das gib mir. Das ist jetzt geil, Mann. Das wäre der Traum jetzt. Aus den Blues, so die Spezialitäten aus jedem Blue. Digga, das war's. Sanji. Sanji kann ja auf der Insel bleiben, brauche ich nicht mehr. Ist so, ey. Einfach so eine Maschine auf die Sunny stellen. Einfach der bessere Sanji. Guck mal, jetzt hast du im Kampf den besseren Sanji, Jinbei und im Kochen, die Maschine. Der Gerät, Digga.
Digga, wie die übertreiben. Jimmy denkt sich mit Ahnung war besser. Oh, 500. Wie wird er angetrieben, ist die Frage. Guck mal, eine heimliche Fleischkeule hat Jimmy. Eine heimliche, stimmt. Oh, die perfekte Anime-Fleischkeule, Mann. Oh, cool. Power Ranger. Digga, die macht da voll ihre Einführung und die essen nur und scheißen drauf. Ja, denen ist alles egal. Oh, Alter, wie sauer sie ist. Achso, ja, weil sie sauer ist, ja, klar. Ja. Ey, das war echt cool. Ey, das ist so unterhaltsam. Es ist so unterhaltsam. Und das ist ja nicht viel richtig passiert. Geil. Die sind angekommen und haben gegessen. Wow, Hologramme. Ja, aber so schön gemacht, seine Augenweide anzugucken. Also ja. Wirklich richtig gut. Ja, ja. Leute, lasst ihn doch noch oben da. Abo auf dem Kanal. War sehr, sehr geil. Und ja, wir sind nächste Woche wieder am Start für weitere Egghead Action. Yes.